das ist das Blaue. Hätte man vielleicht durchfliegt und dann wäre ich da wieder rausgekommen. Nein, danke. Tja. Sehe hier gerade einen Plan, da runter ist dann vielleicht hier. Den wieder rausfliege. Muss man erstmal hinkriegen. Fast. Aber fast heißt eben nicht. Scheiße. Aber wait, vielleicht. Vielleicht könnte das hinhauen. Das könnte eine Idee sein, dass man nur treffen. Die richtige Richtung, das war der richtige Ansatz, aber daneben. Das war schon das Richtige. Da bin ich schon richtig geflogen, aber zu niedrig. Ha, du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Ich verstehe es nicht. Da, bing, sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Schon meine Komplettlösung. Alter Schwede. Nachdem ich es selbst probiert habe. Ist es zu blöd dafür, wenn. Dass es wirklich Schauspieler gibt, den ganzen Scheiß einfach durchspielen. Da so 4-Stunden-Videos, 6-Stunden-Videos hochladen. No Camera, no Comment, Commentary, no Dev. Ich bin der Supermarker. Danke an diese Menschen.
So, da haben wir die Kamera. Das habe ich wieder gemacht. Okay. Okay. Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Dass man damit hier was anstellen kann. Dann hier. Ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Was haben wir dich hier? Ich weiß aber nicht, wie du mir weiterhilfst. Der dann der die dann die Scheiße macht, können wir erstmal machen, aber was bringt das uns jetzt? Habe ich nur zu verteilen. Oder doch? Nee, sag nicht. Oh. Wir können ja mit dem Saugstrahl hier. Können wir jetzt folgendes. Also. Aha, genau so. Uns eine Strecke bahnen. Das muss ich lügen. Kurzer nochmal von vorn. Oh, ein Checkpoint. Wie großartig. Ja, natürlich. Natürlich. Da bin ich jetzt ohne Rotor drauf gekommen. Mal den jetzt hier auf den Schalter legen. Betreibt der für uns jetzt hier den. Jetzt können wir hier bequem. Hoffentlich klappt's. Ah, okay. Jetzt können wir hier sind auf der anderen Seite den
Hoffentlich das hier auslösen. Das Kraftfeld wird es verhindern. Müssen wir darüber kommen. Das wird hier nicht gehen. Dann kommen wir jetzt keinen Weg nach drüben. Das Bahn. Sobald wir da durchgehen, schließt das Portal. Wir haben von da drüben Zugriff. Ja, wie ich dachte, schließt das Ding sich jetzt. Das müssten wir hier nur nochmal. Zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ich weiß, wie wir den Kuchen bekommen. Trinken ist wichtig. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Entschuldigung, mein Fehler. Toll, Mann. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Ja, ja. Stimmt, kein Buch. Oh, das ist anstrengend. Mission Weg, wie wir uns zum Ausgang vorstellen können, oder? Wo ist überhaupt der Ausgang?
nur eine Toilettenlösung rein. Das könnte der das nicht so sicher machen. Okay, hier haben wir Sprungdings. Wovon ich nicht verstehe, wofür. Ich muss das beenden können. Na doch, mit dem Dings, mit dem. Ich kann was umleiten. Und dann neue Follower. Luca123. Danke für den Follow und willkommen in der Eggnode Community. Versuche hier gerade ein Rätsel zu lösen. Ich glaube, das können wir hier gebrauchen am Anfang zum Springen. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir eine Sprungmöglichkeit. Okay, dann müssen wir in den Strahl kommen. Hi, und auf welcher Konsole? Frag mal so, wie geht's dir? Auf der Konsole, die sich PC nennt. Spiel ich das? Auf meinem PC. Und mir geht's. Ja. Arbeit und so. Es ist Mittwoch Bergfest. Geht so. Wie geht's denn dir? Luca. Wow. Ich nenne dich einfach mal Luca. Wie geht's dir, Luca? Und können in die andere Richtung. Wofür? Auf die Frage habe ich auch noch von jemandem eine Antwort bekommen, wie es mir geht. Ich glaube, das Springen gehe. Aha. Das Sprunggehen nicht mehr aktivieren, weil da. Oha. Oha. Das sind echt harte Rätsel. Okay, wir müssen da rüber. Mit der blauen Farbe mit. Hoffen rechtzeitig anzukommen, dass wir hier noch ein bisschen Farbe zurücksenden können. Das wird nicht reichen. Geht das hier durch? Und hier
blaue Farbe. Ich hätte es mal erst mit dem Schach. Bisschen Ahnung habe, wie, wo ich das brauche. Das ist sehr wenig, was wir da haben. Das dann loslassen. Der Mitte irgendwo. Das hat ja sehr gut geklappt. Okay, der Plan ist, glaube ich, relativ klar. Aha. Ich verstehe. Ich kenne jetzt den Plan. Bist du hier rauf? Nehmen wir mal blau. Ich spring jetzt schon hoch, bevor die Farbe kommt. Und ich genügend Farbe drüber nehmen kann. Schön für dich. Er ist unnatürlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Sind hier nur noch zwei Kammern? Oh, Schreck. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Ja, nee, eher nicht so. Wie läuft die Zeit davon? Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Ich hoffe. Auf die nächste Testkammer. Ich will hier raus. Irgendwie ausbrechen. Überraschung! Wir machen sofort!
Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauche dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Ah, ja. Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung verausmusst an menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Finale. Mir kam da ein Geistesblitz. Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den gleichen Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden? Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Ja gut, so nicht. Er hat mich getötet. Wir sind tot. Ende. Da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Wie springen wir da jetzt runter? Wahrscheinlich über die Platten, die dann runterfahren. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wo stellst du? Komm zurück! Komm zurück, bitte. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ja, sicher. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Okay, wir brauchen einen Plan. Scheiß drauf. Wer braucht schon einen Plan? Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ach du Scheiße. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Hier ein Portal hin. Wie hier? Das war knapp. Halt durch! Bis auf meine Summen noch nicht rennen können. Noch keinen Sprint gefahren. Ich darf mich gar nicht einfach weiterfliegen. Okay. Sicher, es ist eine Falle, aber der einzige Weg. Also los. Eine Falle. Ha, Todesfalle! Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem... Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsichtiger Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll Funktion. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich dachte, ich könnte vorbeischleichen. Aus dem Raum, das war